Wenn dich das Thema und das Vorgehen näher interessiert, lade ich dich hiermit in die Update- und Community-Austauschgruppe ein. Link findest du in der Videobeschreibung. So, herzlich willkommen zu einem neuen Update. Wir schauen auf Einzelaktien und starten diesmal rein mit Volkswagen. Hier hatten wir ja bereits darauf hingewiesen, Doppeltop hier, kein neues High gesehen in der letzten Dekade quasi. Und von daher war das Potenzial nach unten auf jeden Fall vorhanden, aufgrund dessen, dass wir eben hier zuletzt das tiefere Tief gebildet haben in der Korrekturphase und mit diesem nicht über das alte All-Time-High gekommen sind. Wir sind zwar mit diesem Tief über diese Highs gekommen, das heißt, das hat hier für Schub entsprechend gesorgt, dass wir hier über diese letzten untergeordneten Highs drüber gekommen sind, aber hier ist dann doch wieder das Wasser weggeblieben. Und ja, auch hier die untergeordnete Korrektur in Grün hat dann entsprechend hier leider nicht für eine Reaktion gesorgt bis jetzt. Auch das 78er hier haben wir jetzt zuletzt gebrochen, sind jetzt hier bei 105, gehen jetzt hier wieder runter auf die 100. Ja, und da wird es dann schon sehr ja, spannend, eklig auch vor allem, da wir jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal drunter kommen, auch die bis jetzt sehr stabile Unterstützungszone brechen würden. Also hier haben wir das 78er Level noch, das könnte man noch heranziehen, aber dann ja, müssen wir da auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Nicht, dass hier dann die allgemeine übergeordnete Struktur, die wir hier herangezogen haben, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, das würde dann gebrochen werden. Wir wollen ja auch eigentlich allgemein immer noch hier diese Abarbeitung dieser Aufwärtsbewegung sehen. Die ist ausgeblieben bis jetzt. Und wir halten uns ja auch schon seit 2007 hier sehr seitwärts, also seitdem kein wirklicher Kursgewinn, der nachhaltig auch aufgebaut wurde. Gut, das war jetzt mal als Einstieg etwas Negatives, aber wir gucken jetzt auch noch mal auf ein paar Indizes, also erstmal auf den DAX, beziehungsweise Dow Jones, sorry, wir fangen aber mit dem DAX an, da wollte ich hin. Prinzipiell sind wir in der übergeordneten Aufwärtsbewegung von Orange nach wie vor und auch das hier wollte ich einfach nochmal zeigen. Also wenn wir uns das übergeordnete Chartbild anschauen und davon ausgehen, dass wir eine übergeordnete Korrektur erwarten, dann kann sich das auch länger hinziehen. Wir hatten das Thema jetzt gestern in der Telegram-Gruppe. Also hier ab 2015 stand eine übergeordnete Korrektur im DAX aus. Wir haben hier mal ein Anzeichen einer Korrektur gesehen, dann sind wir nochmal hochgelaufen, haben diese Ziellevel hier in blau sauber abgearbeitet, haben nochmal korrigiert, sind nochmal hochgelaufen, haben auch ein knappes High hingelegt, nochmal, aber sind dann hier wirklich sauber in diese Korrektur eingetaucht und da sieht man auch, wie schön das hier funktioniert. Die Unterstützungszone, Retestzone, die wir auch immer so nennen, hat hier auch perfekt funktioniert, eingetaucht und seither in einem sauberen Aufwärtstrend wieder. Wir haben hier eine untergeordnete Struktur in Lila mittlerweile aufgebaut, die wir jetzt auch tendenziell in vielen Aktien auch wieder erwarten, die wir auch mittlerweile wieder sehen. Hatten wir auch gestern gesprochen drüber. Also das ist sehr spannend und wollte jetzt hier nochmal mit aufnehmen, um diesen übergeordneten Blick da nochmal drauf zu werfen, wie es einfach ja, perfekt ablaufen kann. Und vor allem, dass wenn wir von einer übergeordneten Korrektur, vom übergeordneten Chart ausgehen, dann kann sich das auch einfach mal hier von 2015 bis 2020, also 5 Jahre hinziehen, bis man dann diese Korrektur gesehen hat. Das war mir eigentlich nochmal ganz wichtig. Gut, ansonsten haben wir hier natürlich aktuell
nicht viel Veränderung zum letzten Update. Wir sind ungefähr immer noch da bei diesen 16.000. Ja, prinzipiell für uns brennt da jetzt erstmal nichts an. Wir haben hier die übergeordnete Aufwärtsbewegung gesehen, korrigieren untergeordnet, haben da auch die Reaktion gesehen, haben ein neues High gebildet. Also prinzipiell ist das intakt und steht eigentlich bis 25 nichts im Wege. Es wird natürlich immer wieder vielleicht mal eine Seitwärtsphase geben, es wird vielleicht auch nochmal runtergehen. Wir können auch nochmal hier reintauchen, wenn es sein müsste, aber steht aktuell halt von der Struktur nicht aus. Und das können wir uns auch nochmal anschauen, wie das hier in der Vergangenheit abgelaufen ist. Zum Beispiel hier haben wir ja dann auch die Aufwärtsbewegung gesehen, hier dann in Rot die untergeordnete Korrektur und dann die Zielregion. Also von daher, das passt soweit. Dow Jones, den hatte ich vorher schon vorgezogen, jetzt kommt er aber. Genau hier war nämlich das Szenario, was ich ansprechen wollte. Also wir haben, habe ich jetzt hier, mache ich mal gerade weg, wir haben hier die übergeordnete Zielregion von Blau abgearbeitet und haben dann hier in Grün dargestellt, das 38er Level übergeordnet gesehen. Also wir haben hier die Korrektur gesehen, haben auch daraus ein neues All-Time-High gebildet. Theoretisch könnten wir sagen, das ist abgearbeitet und wir können neue Zielregionen aufbauen. Ja, da schneiden sich dann halt jetzt die Geister. Für uns ist es klar, 38er Level ist unsere Korrekturzone, ist aber auch nicht schön abgearbeitet. Also wenn wir den DAX uns anschauen, haben wir ein schönes 50er Korrekturlevel gesehen und seien daraus dann schön impulsiv auch rausgekommen. So wie auch hier auch impulsiv rausgekommen, aber es ist eben das 38er Level. Da sind wir schon sehr unter euphorischen Szenarien, in denen wir uns da aufhalten. Und da würden wir halt gerne nochmal der Sauberkeit halber, dass wir eine schöne Korrektur haben, eher nochmal eine übergeordnete Korrektur sehen wollen, aber muss nicht sein. Das ist natürlich jetzt wieder ein scheiß Szenario, muss nicht sein, könnte, würde, hätte und könnte noch nach unten gehen. Ist es aber einfach so. Wir haben hier ein 38er Level, Fakten haben wir jetzt auf dem Tisch. 38er Level übergeordnet haben wir gesehen. Wir haben ein neues All-Time-High gesehen. Wir bewegen uns aber immer noch auch in dieser Zielzone von übergeordnet blau. Am All-Time-High würde ich mich sowieso nicht orientieren. Von daher vielleicht auch einfach mal abwarten, was passiert hier jetzt. Und vielleicht kommen wir ja nochmal runter. Ansonsten können wir auch gerne hier nach oben rausgehen. Also ich gehe mal davon aus, für den allgemeinen Blick ist das schon recht deutlich. S&P 500. Da sind wir ebenfalls, aber hier noch schlechter eigentlich, auch am 38er Level mal zumindest angedeutet, eingetaucht, nicht ganz 100% korrekt, aber wenn wir dann das allgemeine Credo noch gelten lassen, dass wir nicht zu 100% perfekt im Kurs reagieren, dann können wir das kleine Gap hier auch noch vernachlässigen und könnten sagen, okay, wir haben das 38er gesehen, wie beim Dow Jones, und haben uns jetzt daraus wieder entwickelt, haben eine untergeordnete Struktur und sehen jetzt hier das neue All-Time-High bei ungefähr, beziehungsweise Ziellevel bei 7.690. Ja. Wir haben hier auch jetzt das 50er-Level untergeordnet gesehen. Also von dem her haben wir da auch bis jetzt dieses Szenario bekräftigt, dass wir eine übergeordnete Korrektur gesehen haben. Nach wie vor natürlich etwas im übertriebenen Sinne, weil wir einfach ja, eine sehr starke Reaktion am 38er Level gesehen haben. Nichtsdestotrotz, das passt. Sorry, ich muss ja nach da unten. Halt. Jetzt bin ich ganz kurz verwirrt. Ganz kurz. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, das passt. Ich will natürlich auch nichts erzählen hier.
Ne, es ist der 38er Level. Haben wir schon alles richtig gemacht? Nur, dass ich sogar. Doch, ziemlich genau. Perfekt. Ne, passt. Also, alles richtig so, wie ich es erzählt habe. Das ist. Ich habe nur leider hier. Habe ich hier aufgehört. Ich muss das natürlich komplett runterziehen. Da war ich dann nicht ganz sauber und schon hinterfragt man seine eigene Analyse, weil das nicht so ist, wie man es immer vorfindet. Von daher. Da sind die Definitionen schon immer klar zu klären, ansonsten hat man da erstmal noch mal ein bisschen Arbeit, das wieder herzuleiten. Gut, also passt, 38er Level übergeordnet, so wie erklärt, gerne weiterspulen. Das passt soweit. Wir haben hier, wie gesagt, das übergeordnete Ziel. Wir haben ja eine untergeordnete Korrektur. Die untergeordnete Korrektur haben wir auch gesehen. Wir sind am 50er Level, haben wir reagiert und. Schau mal einer an, da haben wir ein Ziellevel, das sich überschneidet mit der übergeordneten und untergeordneten Struktur. Ziemlich passend und zu 100% hier oben. So, also, klasse Sache. Schauen wir mal, was daraus wird. Bis jetzt können wir auch einfach sagen, nein, wir sind jetzt wieder in der übergeordneten Aufwärtsbewegung, hier in grün, untergeordnet, alles sauber. Wir müssen diese übergeordneten Korrekturen hier von Lila mit dem 50er Level können wir ignorieren und erstmal hier diese Zonen abarbeiten, bis wir dann vielleicht mal wieder sowas hier sehen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, dann schauen wir nochmal auf den Nasdaq. Da haben wir nämlich auch das 38er Level gesehen. Wen wundert's? Da haben wir hier in dem Bereich ja das Ziellevel abgearbeitet, sind dann etwas nach oben noch rausgekommen, haben das 38er Level gesehen und sind jetzt ja, hier am 38er ja, reagiert, sind noch unterm All-Time-High. Also im Vergleich zu den anderen sind wir da schon mit neuen All-Time-Highs zugange, hier noch nicht. Auch spannend, also hier besteht auch noch die Möglichkeit, dass wir hier theoretisch auch nochmal das 50er sehen. Vielleicht passiert das auch, das wäre mal ganz schön noch, dass wir hier einfach ein paar ja, abgearbeitete, so wie der DAX, schöne Strukturen haben, dass wir dann eben daraus auch wieder neue Bewegungen und Ziellevel generieren können, die auch wirklich mit einer gesunden Korrektur auch ja, unterlegt sind. So, genau das habe ich gesucht, das Wort. Ja, also, aber ich glaube, soweit sollte das Update zielführend sein, um einen übergeordneten Blick zu haben. Jetzt Bitcoin noch, da ist ja auch spannend, also da haben wir jetzt aktuell eine Downphase in der untergeordneten Struktur, also übergeordnet haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass wir uns hier da in Lila befinden und jetzt hier diese untergeordnete Korrektur sehen, die könnte auch bis zu 18.000 noch gehen, also recht spannend. Würde mir auch vorstellen, so ein bisschen so ein Spike vielleicht mal noch mal auf 15, das wäre vielleicht mal ganz nett noch, dass wir dann halt aber diese untergeordnete Struktur schon beibehalten, hier hochziehen und dann Kerzenschluss hier über 18 haben und dann wieder Richtung All-Time-High laufen. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Nächsten Monat oder diesen Monat vielleicht noch mal ein bisschen ja durchwachsen. Und dann gucken wir mal, was nächsten Monat passiert. Aber soweit gut. Schauen wir mal, was noch dabei ist. Und zwar, ja, Hochtief hat ja wunderbar funktioniert. Sind wir hier auf dem Weg. Wir haben ja hier ein neues untergeordnetes High jetzt gesehen. Ja, wir haben diese rote Struktur, die hier oben das Ziellevel hat, also ungefähr am All-Time-High. Auch schön. Wir sind sehr impulsiv jetzt hier unterwegs. Diese Seitwärtsphase haben wir hier, oder ja, das war auch schon eine längere Seitwärtsphase von 2020 bis 2023 jetzt schon. Ja, hat sich das hingezogen, auch keinen wirklichen Kursgewinn, auch oftmals hier Minus, wer sich hier in diesen Zonen hier eingekauft hat. Ich habe mich hier übrigens am 667er Level eingekauft, ungefähr bei 66 Euro. Ist natürlich keine Anlageempfehlung, aber rein charttechnisch war das fundiert.
Von meiner Seite aus. Und ja, jetzt so nach 2 Jahren, 3 Jahren hat sich das dann entwickelt und mit den Dividenden auch recht schön schon bereits. Also hier sind wir jetzt dann schon auf einem guten Weg und freut mich auf jeden Fall auch, diesen Pick wieder dabei zu haben, der auch lange Zeit, wo andere Aktien gut gelaufen sind, die nicht so gut jetzt dann performt, wo andere nicht so gut performen. Also das ist wirklich sehr schön und hat da auch natürlich entsprechendes Wohlbefinden in meinem Depot gesorgt. Na gut. So, schauen wir mal auf eine Aktie, die nicht so performt aktuell, wie man sich das vorstellt. Und zwar Walgreens. Ja, hier sind wir auch Richtung 78er Level. Also wir hatten hier keine Übertreibung drin. Wir haben natürlich hier eine starke Übertreibung. Die hatten wir auch schon betrachtet. Gerne dazu nochmal ein anderes Video anschauen von vorhergehenden Sessions. Aber ja, jetzt sind wir schon sehr lang in der Seitwärtsphase. Also von 2000 bis 23. Das ist schon stark, dass wir hier keinen Kursgewinn mehr verzeichnen können nach dieser langen Zeit. Und ist nicht schön. Also 78er Level, wenn das fällt, dann haben wir hier schon charttechnisch Probleme. Sei es, ob das hier eine Übertreibung ist, für mich ist das hier Entspannung genug nach dieser Übertreibung. Und wir haben auch eine saubere Aufwärtsbewegung hier gesehen. Also ich hoffe nicht, dass die Hütte hier weiter brennt. Also das ist eigentlich eine Zone, die darf nicht fallen, meiner Meinung nach. Weil dann kommt auch nichts. Ne? Also dann kommt lange nichts hier in dem Bereich. Da sind keine Unterstützungszonen mehr. Das wäre nicht schön, will ich auf jeden Fall hinweisen. Ich habe ja die Aktie auch häufig dabei gehabt in dem Bereich hier. Ja, das ist ein historischer Kauf gewesen. Ja, einfach historisch dieses Level ein Kauf. Man hat es ja auch hier gesehen, hat wunderbar funktioniert. Hier ist aktuell, ja, auch ein Auge drauf halten und eventuell auch, wenn wir hier drunter kommen, wirklich überlegen, was damit passiert. So, schauen wir noch auf DHL. Hier haben wir nämlich eine untergeordnete Korrektur, wurde ich heute darauf hingewiesen und für mich natürlich auch interessant zu wissen und auch wertvoll, dass wir da immer so einen tollen Community ja, Beirat haben, der alles auf dem Schirm hat. Also vielen Dank auch da von mir zurück. Ja, wir haben ja hier dieses Konstrukt, dass wir hier übergeordnet das Ziellevel leider nicht gesehen haben. Da kam dann Corona in die Quere. Nein, das war dann eher das Resultat aus Corona raus. Nee, also hier haben wir leider halt das Ziellevel nicht erreicht. Übergeordnet sind jetzt dann zusammengebrochen. Übergeordnete Korrektur haben wir gesehen, von daher bleiben wir in der Struktur, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir das hier nicht abgearbeitet, wir sind aber in der übergeordneten Korrektur und haben daraus jetzt eine untergeordnete Struktur aufgebaut, in dem Fall in Rosa. Das ist auch soweit aktiv, also bleibt somit aktuell und ja, jetzt sind wir mal am 38er, ungefähr bei 40, also ist spannend, wir haben eine schöne Unterstützungszone, also könnte hier dann auch für neuen Auftrieb sorgen. Wir können aber auch gerne noch hier reintauchen. Also Szenario 1, diese Entwicklung, Szenario 2, gerne auch so. Also schauen wir mal, was da passiert. Aber wer sich hier in dem Bereich hier eingekauft hat, ist auf jeden Fall mal irgendwas mit 20% im Plus, war ich zumindest irgendwie die ganze Zeit. Da habe ich dann meine Aktivitäten mal gestoppt. Aber so gibt es eben Gewinner und Verlierer. Walgreens ist ein wenig gen Süden gelaufen. Die anderen haben gut reagiert und so hat man dann einen mittelwerten Schnitt und dann muss man auch entsprechend reagieren. Ja, was haben wir sonst? 3M war ja soweit positiv erstmal möchte ich sagen, aber hier wäre eine schöne Retestzone, Unterstützungszone an dem Bereich hier. Das ist schon eine spannende Zone und wenn sich das jetzt da ein bisschen lüftet,
zumindest teilweise und da ein bisschen mehr Ruhe reinkommen würde, wäre wunderbar. Das wäre dann natürlich das perfekte Pendant zum Beispiel zu Walgreens auch wieder, dass man da aus dem Dreck rauskommt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Was ist mit Schindler? Schindler ist auch hier noch in der untergeordneten Korrektur. Also da haben wir ja auch schon diese Aufwärtsbewegung gesehen und sind jetzt hier untergeordnet in Hellblau oder Türkis. Also auch soweit intakt. Also da haben wir die übergeordneten Korrekturen gesehen und haben uns super daraus entwickelt. Auch Amazon natürlich hier mal ein paar Beispiele, die gut gelaufen sind, auch weiterhin 50er-Level sehr schön reagiert. Jetzt ist natürlich wieder so ein Scheidepunkt. Was passiert hier weiterhin? Da haben wir schon gesehen, beim Nasdaq zum Beispiel sind wir da auch in diesem Bereich ungefähr. Da wird es dann jetzt nochmal spannend. Aber ja, prinzipiell soweit eigentlich entspannt. Next Era Energy wollte ich auch nochmal kurz mitnehmen. Da kratzen wir hier am Low. Wenn wir hier unten rauskommen, haben wir endlich die übergeordnete Korrektur und können hier auch mal ja, schön einkaufen, würde ich sagen. Ja, wir sehen ja schon hier, da haben wir auch so ein Dächelchen. Da gehe ich mal davon aus, dass das hier unten rausbricht und wir uns dahin bewegen. Gut, das zeichne ich jetzt mal so ein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann gucken wir mal auf den Chart in geraumer Zeit. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich habe immer Spaß hier dran und ich hoffe, ihr auch. Und ja, dann sehen wir uns vermutlich oder hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin einen schönen weiteren Verlauf der Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.